Hallo Leute, ich mache gerade ein Moorfußbad. Die Abendsonne ist gerade untergegangen. Ich bin hier bei mir im wunderschönen Moor, im Ewassener Moor bei Oldenburg. Und ich wollte euch einfach an diesem wundervollen Moment teilhaben lassen. Ja, ich war jetzt schon lange nicht mehr hier im Moor und es ist einfach der Hammer, was für eine Kraft dieses Moor hat oder allgemein die Natur auch. Ich bin so fasziniert. Ich bin gar nicht schnell vorwärts gekommen. Also zu Fuß gewandert bin ich und ich kann auch mal umdrehen, damit ihr mich seht. Hallo. Ich hoffe, ich bin überhaupt im Bild. Vielleicht so, ne? So, so rum. Bin ich jetzt auf dem Kopf? Warte mal. Ne. Ich bin gar nicht schnell vorwärts gekommen, weil überall waren so viele kleine Details, die ich entdeckt habe. Eine Biene, eine Blume, ein Stein. Es ist einfach so unglaublich faszinierend, je mehr man in der Natur ist oder je mehr ich in der Natur bin, desto mehr entdecke ich einfach diese unglaubliche Schönheit und Kraft und Energie auch, die sie uns gibt, die Natur. Also positive Lebenskraft. Es ist der Hammer, einfach nur. Es ist einfach so, boah, es ist so wunderschön hier. Da oben jetzt der Mond, seht ihr den? Oder hier dieser Strauch. Ey, richtig schön, wie der so kleine Weidekätzchen bekommt und die Knospen. Und ja, ich entdecke einfach diese unglaubliche Schönheit in allem hier. Wow, es ist einfach, oder hier diese Brennnesseln. Ich kann das gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Ich möchte euch einfach motivieren, geht mehr in die Natur. Und in die Stille. Lauscht der Natur, den Vögeln, den Tieren. Genießt diese Stille und kommt auch selber in eure innere Mitte, in eure innere Ruhe. Das ist so wichtig. Alleine diese Farbe, das Grüne. Das ist so unglaublich wichtig, dieses Grüne für uns. Ja, für unser zur Ruhe kommen. Und ja, es ist so cool. Und ihr könnt einfach kostenlose Fußbäder machen. Erstmal trainiert das euren Wärmehaushalt, wechselwarme. Duschen kennt ihr ja bestimmt. Nichts anderes, auch wenn man hier ins kalte Wasser seine Füße reintunkt, bringt das den Kreislauf richtig schön auf Vordermann. Aber es entgiftet auch. Wir entgiften über unsere Füße. Und ja, und natürlich dann besonders, wenn wir unsere Füße in so natürliche Gewässer, ist das nicht schön, eine Alge, in so natürliche Gewässer tun. Einfach. Also das Moor hat besonders die Eigenschaft, negative Energien zu absorbieren. Ganz, ganz, ganz krass. Nimmt sie negative Energien. Also, ja, sowieso, das wisst ihr bestimmt, es speichert auch richtig viel CO2. Also reinigt unsere Luft. Aber eben nicht nur grobstofflich, halt auch feinstofflich nimmt es halt total viel negative Energien. Also wenn ihr irgendwie da durchgeht, werden euch die negativen Energien genommen und ihr werdet ganz glücklich und positiv und ja, voll schön. Also ich habe jetzt schon viele Menschen hier auf einen Ausflug mit ins Moor, in mein Moor genommen hier und alle waren richtig fasziniert und mir ist heute nochmal klar geworden, dass ich noch mehr Menschen dazu motivieren möchte, mal hier ins Moor oder in ein anderes Moor zu gehen. Es ist echt eine ganz besondere Energie hier. Ja. Faszinierend. Richtig, richtig schön. Und ich wollte heute eigentlich erst oder mehr oder weniger, ich muss eigentlich langsam mal in die Stadt ein paar Sachen erledigen einfach. Ihr kennt das. Papierkram, Pakete zurückschicken, also was. Aber irgendwie, ich konnte mich echt nicht dazu motivieren. So, und es wurde immer später und später. Und dann habe ich mich mit meinen Eltern in den Garten gesetzt, Tee getrunken, meinen Katzen. Und dann dachte ich, ne, jetzt nochmal in diesen grauen Asphalt, in diesen Beton,
das Beton umfällt mit den Autos. Ich habe die Autos so von Weitem gehört. Ich, nee. Aber irgendwie bewegen willst du dich auch. Und dann war klar, ich muss ins Moor. Oder ich will ins Moor. Ich muss gar nichts. Aber doch, den Papierkram muss ich machen. Ja, das muss ich da morgen irgendwie hinkriegen. Das ist ein bisschen knapp dann, aber ich habe richtig gemerkt, nee, ich brauche Ruhe. Jetzt nicht diesen Feierabendstress und grauen Asphalt und die Luft. Und ja, und dann bin ich ins Moor hier und es ist einfach nur wow, so beruhigend, so wunderschön. Gerade jetzt im Frühling, wo alles wieder anfängt zu blühen, endlich gibt es wieder Wildkräuter hier, die man pflücken kann für einen grünen Smoothie. Ja, richtig, richtig, richtig schön. Ja, lange kurzer Sinn. Da stehen meine Schuhe, ich werde aber gleich barfuß zurücklaufen. Lange Rede, kurzer Sinn. Vielleicht noch vorher den Baum umarmen. Da hinten gibt es einen richtig schönen Baum. Da sind zwei Bäume zusammengewachsen, wie so ein Liebespaar. Richtig schön. So ein Liebespaar, was sich Freiheit gibt. Das ist unten, ja, steht es quasi auf, beide stehen auf eigenen Füßen so, ne? Und dann wachsen die erst so in der Mitte zusammen. Richtig eng umschlungen. Die wachsen einmal so umzu irgendwie umeinander. Und oben gehen sie wieder auseinander und haben wieder so zwei eigenständige Kronen. Das ist so schön. Vielleicht zeige ich euch den nochmal. Der steht da hinten. Richtig schön. Vielleicht umarme ich nochmal diese beiden Bäume. Und die Liebesenergie von diesem Baum. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Geht mehr nach draußen in die Natur. Es wird sich lohnen. Wirklich. Es ist einfach nur Magic. Und zum Schluss nochmal für euch diesen wunderschönen Sonnenuntergang. Ja, und macht es auch bitte alleine. Also nehmt da jetzt nicht 50 Freunde oder mit oder so, ne? Also wirklich für euch in Ruhe.